Apulien, das ist ein Stück Italien, wie man es sich erträumt. Atemberaubende Küsten, Nationalparks, pittoreske Hafenstädtchen, tausendjährige Kathedralen, Dörfer wie aus dem Märchen, majestätische Bauten der Macht, Fischfang und Lebensfreude. Liebe Heidegger Reisegäste, heute begrüße ich Sie aus dem tiefen Süden Italiens, aus Apulien. Hinter mir die berühmte Stauferfestung Castel del Monte. Bis hierher sind wir im ersten Teil unserer Reise gekommen. Sie führte uns von Vieste über San Giovanni Rotondo nach Castel del Monte. Nun geht's weiter an die Küste, nach Trani, wo uns ein Wunder der Baukunst erwartet. Die Königin der Kathedrale. So wird die Kathedrale von Trani genannt. Und wir sind hier oben im Glockenturm der Kathedrale. Ein schöner Ort, vor allem beim Sonnenuntergang. Und ein paar Impressionen der Kathedrale zeige ich Ihnen jetzt. Einst war die Hafen- und Handelsstadt Trani so mächtig, dass sie sogar mit Venedig konkurrierte und jahrelang Krieg führte. Macht und Stärke demonstrierten die Bürger mit ihrer Kathedrale, die sich in faszinierender Lage direkt am Meer erhebt. Vor allem in den Abendstunden, wenn die Mauern im Licht der untergehenden Sonne zu leuchten beginnen, versteht man, warum sie die Königin der Kathedralen genannt wird. Kaum zu glauben, dass dieser Bau bereits um das Jahr 1140 entstand. Alles, was die apulische Romanik auszeichnet, ist hier in Perfektion zu sehen. Die gewaltigen Ausmaße mit aufwendigen Hauptportalen, die Emporen über den Seitenschiffen im Innern, kostbare Kapitelle, Schmuckformen, die man aus dem islamischen Kulturkreis übernahm, und ein Höhenstreben, das es anderswo erst ein Jahrhundert später in der Gotik gab. Von der Spitze des Campanile aus reicht der Blick weit über das Meer und hinab auf den malerischen Hafen. Es ist gar nicht so einfach, von Trani Abschied zu nehmen, aber uns erwartet, etwas landeinwärts gen Süden, der nächste Höhepunkt. Wo wir hier sind, das erkennen Sie wahrscheinlich auf den ersten Blick. An den Trulli hinter mir. Wir sind in Albero Bello. Man fühlt sich hier ein bisschen wie in einem Zwergendorf aus dem Märchen. Hier in Albero Bello stehen etwa 1000 der berühmten Trulli. Trulli, das sind die kleinen runden Häuser mit ihren steilen Kuppeldächern. Ohne Mörtel, nur aufeinander gelegt, sind die Bruchsteine zu steilen Dachkegeln geformt. Je mehr Kuppeln das Haus, umso wohlhabender der Besitzer. Auf dieselbe Weise wurden schon Kegelhäuser in Nordsyrien errichtet. In Albero Bello war der Grund für diese Bauform vermutlich Steuervermeidung. Indem man auf den Mörtel verzichtete und das Haus zur Not auch schnell wieder abbauen konnte, galten die Behausungen nicht als Häuser, sodass dafür auch keine Steuern entrichtet werden mussten. Nun geht es weiter, ganz hinab in den Süden. Und was mich in Apulien fasziniert, es sind nicht nur die großen, berühmten Highlights wie Castel del Monte, die beeindrucken. Überall stößt man bei der Fahrt übers Land auf Kleinode und fast vergessene Kunstschätze, wie hier die zauberhafte kleine Abtei Santa Maria di Cerate, an der wir zufällig auf dem Weg nach Otranto vorbeikommen. Mit Otranto sind wir nun am südlichsten Punkt unserer Reise angelangt. Heute ist Otranto ein kleines Städtchen mit 5000 Einwohnern und nur die gewaltigen Mauern hinter mir zeugen noch von der großen Vergangenheit. Denn einst war Otranto mit seinem Hafen der Brückenkopf in den Orient. Hier endet die Adria und es beginnt das Ionische Meer. Und für die Kreuzfahrer war Otranto der kürzeste Weg ins Heilige Land. Dass die Adria hier nur gut 80 Kilometer breit ist und der Orient sozusagen nur einen Steinwurf entfernt liegt, nutzte auch der Stauferkaiser Friedrich II. Seinen Kreuzzug ins Heilige Land begann er hier, im Hafen von Otranto. Heute ist hier alles friedlich. Die berühmten Mosaike in der Kathedrale breiten sich in ihrer zeitlosen Schönheit aus
Und nirgends scheint das Meer so klar und blau wie hier. Traumland Apulien. Hier endet nun unsere Reise, die uns von Vieste auf der Gargano-Halbinsel über Castel del Monte, Trani und Alborobello bis nach Otranto in den äußersten Süden geführt hat. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen auf Apulien. Machen Sie es gut. Ihr Johannes Rausner.